Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von dem Brettspieltester. Mit dabei wie immer und Michaela. Christian. Es hat uns mal wieder nach Frankreich verschlagen und Mal zwar zur wieder. Jungfrau Aha. von. Orléans. Genau! Und zwar mit dem Spiel die. Kathedralenbauer von Von. Orléans. Genau! Und wir starten erstmal wie immer mit den Rahmendaten. Die Kathedralenbauer von Orléans ist ein Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahren. Die Spieldauer wird auf der Verpackung mit 30 Minuten angegeben. Ist bei DLP Games erschienen, kostet, ich habe mal online reingeschaut, um die 29 Euro. Und die Autoren sind Rainer Stockhausen, jetzt muss ich mal ganz kurz eben gucken, Wolfgang Dirschel und Markus Müller. Ja, und warum geht's? Der Name Warum sagt geht's? es ein. Worum geht's? Warum? Habe ich warum Ich gesagt? habe warum verstanden auf alle Fälle. Warum? Warum? Ja. Warum ist die Banane krumm? Und warum? Wie Ja, der ich verstehe. Titel schon sagt, wir sind Kathedralenbauer und wollen die Kathedrale von Orléans erbauen. Kooperativ. Und das ist wieder Christians Spiel. Und zwar haben wir ja wirklich eine 3D-Kathedrale, das zeigen wir euch nachher gleich auch nochmal. Die besteht aus insgesamt 8 Teilen und wir müssen die in 3 Runden zusammenbauen. Und das ist gar nicht so einfach, das zu schaffen in den 3 Runden. Und dann da, also wenn wir es nicht in den 3 Runden schaffen, logischerweise haben wir verloren, schaffen wir es in den 3 Runden, diese wunderbare 3D-Kathedrale zu bauen, dann haben wir das Spiel gewonnen. Genau, und jetzt starten wir mal mit dem Spielmaterial und dem Spielaufbau. Den Spielplan legt ihr in die Tischmitte. Dann gibt es hier insgesamt 8 Werkstattkarten. Die mischt ihr. Und dann werden die hier 3 von den Werkstattkarten schon mal auf die zufälligen Felder hier gelegt. 3 Stück, die restlichen Werkstattkarten kommen aus dem Spiel. Dann nehmt ihr hier die 10 Ereignisplättchen. Auch die werden gemischt und die werden hier oben auf das dafür vorgesehene Feld abgelegt. Die Waren kommen in den schwarzen Beutel. Christian kann ja vielleicht einmal ganz kurz zeigen. Wir haben an Waren einmal Stein, Holz und Brot und die legt ihr alle in den schwarzen Beutel. Und dann wird für jedes Warenfeld hier auf dem Spielplan wird eine zufällige Ware gezogen und auf die Warenfelder gelegt. Das haben wir hier schon mal vorbereitet. Eine Glasrosette kommt zwischen die Orte Tour und Burg. Wenn das so ausgesprochen wird, hoffe ich doch mal. Dann nehmen wir uns die sogenannten Bauplanplättchen, das sind diese hier, die werden gemischt und werden verdeckt neben dem Spielplan bereitgelegt. Die 8 Kathedralenteile legt ihr auch schon mal neben dem Spielplan bereit. Dann gibt es insgesamt 6 von diesen Sanduhrplättchen, die mischt ihr. 3 davon werden hier auf das linke Feld der Sanduhr gelegt. Eins wird schon mal aufgedeckt, das ist nämlich der Rundenzähler. Die anderen 3 kommen aus dem Spiel. Wir spielen über insgesamt 3 Runden und diese Sanduhrplättchen sind der Rundenzähler. Jetzt werden hier noch die Beutel befüllt, und zwar einmal der rote und der blaue Beutel. Mein Assistent ist hier gerade abgelenkt. Nee, ich habe nur was Und nachgeschaut. zwar haben wir hier einmal den roten Beutel. In den roten Beutel legt ihr insgesamt 6 rote Ritter, 3 weiße Bauern, 3 schwarze Händler und 2 gelbe Mönche. Vielleicht schon mal vorab. Die Mönche, diese gelben, das sind Bonusplättchen. Dann kommt noch der blaue Beutel. In den blauen Beutel legt ihr insgesamt 6 blaue Fischer, 3 weiße Bauern, 3 schwarze Händler und auch 2 gelbe Mönche. Das So, haben und wir dass auch ich schon das jetzt alles vorbereitet. hatte merken können, dass in welchen Sack reinkommt, der hat gewonnen und zwar nein. Ha. Die restlichen Mönche legt ihr hier als Vorrat auch bereit. Jeder von uns wählt sich eine Farbe, nimmt sich ein Spielertableau in der entsprechenden Farbe. Die sind beidseitig bedruckt, also ihr könnt euch Männlein oder Weiblein ausdrucken, wie ihr wollt. Und dann zieht jeder noch eine zufällige Ware aus dem Beutel und legt die auf seinen Rucksack. Wir haben hier insgesamt Platz für 5 Waren bzw. Glasrosetten in unserem Rucksack. Ja, und alles andere, sag ich mal, legt ihr zurück in die Säckchen. Hast du einen vergessen, wie? Was? Ich habe eine Ware vergessen. Ja, dann zieh doch noch mal eine aus dem Sack. Da war ich ja nachlässig beim Meine Aufbau. Assistentin, ich bitte es zu entschuldigen. Ja, Es ist auch das. für Sie das erste Mal, von daher. Es ist auch für mich das erste Mal, dass ich aufbaue, genau. Dann kommen wir mal zum Spielablauf im Überblick. Wenn man am Zug ist, also der jüngste Spieler beginnt normalerweise, das ist in dem Fall ich. Das ist in dem Fall Bin in ist. dem Fall ich. Wenn man am Zug ist, nimmt man sich entweder den roten oder den blauen Beutel und zieht aus diesem Beutel ein Plättchen. Ich mache das jetzt einfach mal exemplarisch.
Und dieses Plättchen muss ich jetzt hier auf dem Spielplan ablegen. Es gibt hier verschiedene Bereiche. Ihr habt hier einmal einen roten Bereich und hier habt ihr einen blauen Bereich. Es ist aber egal, ob ihr aus dem roten oder blauen Beutel zieht. Ihr müsst jetzt nicht Plättchen aus dem roten Beutel nur in den roten Bereich legen und nur Plättchen aus dem blauen Beutel in den blauen Bereich. Nein, ihr dürft die Plättchen in beide Bereiche legen. Ihr müsst sie aber auf die farblich passenden Felder legen und damit die entsprechende Aktion ausführen. Und ihr müsst die Plättchen auch legen, das heißt, ihr dürft nicht verzichten und sagen, na, in diesem Zug nehme ich mal kein Plättchen. Ihr müsst sie ablegen. So, und dann gibt es hier halt verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, was für ein Plättchen ich ziehe. Ich fange mal hier mit der roten Seite an. Hier oben kann ich mich mit meiner Baumeisterfigur, das hatte ich noch vergessen zu sagen, jeder hat einen Baumeister und die Baumeister werden hier zu Spielbeginn nach Orléans gesetzt. Hier oben, wenn ich hier oben einsetze, in dem Bereich, hier kann ich entweder ein schwarzes oder ein rotes Plättchen ablegen. Dann kann ich mit meinem Baumeister hier über einen Landweg mich fortbewegen und zwar zum nächsten Ort. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel von hier nach da laufen. Wenn auf dem Weg noch ein Warenplättchen liegt, kann ich das einsammeln, in meinem Rucksack unterbringen. Ich hatte ja schon gesagt, der Rucksack hat nur 5 Plätze. Das heißt, wenn ich da ein Plättchen nehmen könnte und keinen Platz mehr habe in meinem Rucksack, weil alle 5 Plätze schon belegt sind, dann kann ich entweder auf die Ware oder die Glasrosette verzichten oder ich lege das hin und nehme dafür ein anderes Plättchen und schmeiße es in den Sack, wenn es eine Ware ist, beziehungsweise wenn es eine Glasrosette ist, kommt es in den Vorrat. Hier haben wir natürlich im Vorrat auch noch die übrigen Glasrosetten dann liegen. Das kann man hier machen. Es ist übrigens so, Mönche hatte ich ja gesagt, Mönche sind Joker. Das heißt, wenn ich einen Mönch aus einem Beutel ziehe, dann kann ich den auf jedes beliebige Feld legen. Es gibt aber auch Felder, auf die nur Mönche gelegt werden dürfen. Das seht ihr ja hier. Genau, also hier oben bewege ich mich auf dem Landweg vorwärts. Dann machen wir gleich mal den blauen Bereich. Das ist genauso. Wenn ich hier ein weißes oder ein blaues Plättchen hinlege oder hier den gelben Mönch oder einen gelben Mönch, kann ich auch auf jedes Feld legen. Dann kann ich mich hier entsprechend auf dem Seeweg fortbewegen. Also zum Beispiel von hier nach hier. Wenn da wieder ein Warenplättchen liegt, könnte ich das einsammeln. Hier in dem Bereich ist es so, hier kann ich Waren sozusagen liefern, sage ich mal. Ich kann hier bis zu 2 Waren und oder Glasrosetten liefern, also entweder 2 Waren oder 2 Glasrosetten oder im Mix. Und zwar kann ich sie einmal hier oben an die Sanduhr liefern. Die Sanduhr sagt nämlich auch, nee, Sanduhrplättchen sagt nämlich auch, dieses möchte zum Beispiel ein Holz, ein Stein und eine Glasrosette haben. Wenn wir das geliefert haben, würden wir hier einen Bauplanteil der Kathedrale dann bekommen. Oder ich kann zu einer Werkstatt liefern. Wenn ich aber zu einer Werkstatt liefern möchte, ist es wichtig, dann muss ich auch bei der Werkstatt stehen. Bei der Sanduhr, wenn ich dahin liefern möchte, ist es egal, wo ich hier stehe. Aber wenn ich zu einem Werkstattplättchen liefern möchte, dann muss ich auch tatsächlich da stehen. Und auch hier seht ihr, was wir dahin liefern sollen und was wir dann als Belohnung bekommen würden. Hier zum Beispiel so ein Bauplanplättchen und hier so ein weiteres Kathedralenplättchen. Oder ich könnte auch einem meiner Mitspieler ein oder zwei Waren oder ein oder zwei Glasrosetten oder einen Mix geben. Das geht auch. Auch wenn ich an meinen Mitspieler liefere, ist es auch egal, wo ich hier stehe. Nur wenn ich an eine Werkstatt liefere, dann muss ich wirklich da stehen. Und das kann ich halt bis zu 2-mal machen. Das gibt es hier einmal im roten Bereich und auch im blauen Bereich. Dann haben wir hier unten noch den Bereich. Hier kann nur ein Mönch eingesetzt werden. Da dürfte ich mir eine Glasrosette aus dem Vorrat nehmen. Hier darf auch nur ein Mönch eingesetzt werden. Da dürfte ich eine Glasrosette, die ich in meinem Rucksack habe, abgeben, um mir hier so ein Bauplanplättchen zu nehmen. Dann haben wir hier oben noch den Festplatz. Beim Festplatz seht ihr, dürft ihr einen beliebigen, Gefolgsleute heißen diese Plättchen, ein beliebiges Gefolgsleute-Plättchen einsetzen. Wenn ich das mache, decke ich hier das oberste Ereignis auf, je nachdem, was es ist. Wenn es so ein Plättchen ist, eine Glasrosette, dann kommt die hier gleich auf den Ablagestapel. Dann kann ich mir die Glasrosette nehmen oder ich kann sie einem beliebigen Mitspieler geben, der sie in seinen Vorrat legt. Wenn es so ein Auftrag ist wie dieser hier, dann kommt er auf das offene Auftragsfeld. Es darf immer nur ein Auftrag ausliegen. Das heißt, würde in dem Moment, wo ich einen neuen Auftrag ziehe, hier schon einer ausliegen, würde der, auch wenn er noch nicht erfüllt ist, würde der abgelegt werden und der neue Auftrag kommt dahin. Und da gibt es zum Beispiel Aufträge, dass hier muss zum Beispiel ein Baumeister in Orléans stehen. Dann würden wir ein Bauplanplättchen bekommen. Das kann auch manchmal sein, dass beim Aufdecken eines Ereignisses dieser Auftrag sofort erfüllt ist. Dann hätten wir Glück. Es gibt auch noch Plättchen wie hier zum Beispiel. Das ist dann wieder so ein Plättchen. Da dürfen wir einen Mönch, der noch im Vorrat liegt, hier in dem Fall in den roten Sack legen. Das ist wieder bei der Glasrosette, das würden wir sofort auf das erfüllte Feld dann legen. Das können wir beim Festplatz machen. Und dann gibt es hier oben noch
Ich weiß gar nicht ganz genau, ich glaube, der Glockenturm hieß das hier. Da möchte man möglichst spät einsetzen. Da darf auch ein beliebiger Gefolgsleuteplättchen, ein beliebiges Gefolgsleuteplättchen hin. Wenn wir dort einsetzen, endet nämlich die Runde. Und das wollen wir natürlich so spät wie möglich machen, weil wir haben ja nur 3 Runden Zeit. Wenn wir hier einsetzen, dann kommt erstmal dieses Plättchen kommt aus dem Spiel. Dann werden der rot und der blaue Beutel wieder befüllt. Und zwar dafür haben wir hier den roten und den blauen Bereich. Das heißt, alle Plättchen aus diesem Bereich kommen dann in den roten Beutel. Alle Plättchen aus dem blauen Bereich kommen dann in den blauen Beutel. Dann wird hier geguckt, wenn das Sanduhrplättchen hier noch liegt, dann haben wir es noch nicht erfüllt. Dann kommt es aus dem Spiel. Alle Waren, die wir da vielleicht schon hingeliefert haben, aber es ist noch nicht vollständig erfüllt, würden wieder in den schwarzen Sack kommen und die Glasrosette würde in den Vorrat kommen. In dem Moment, wo wir es erfüllen, würde es nämlich sofort aus dem Spiel kommen und jetzt erst in dem Moment am Rundenende würde ein neues Plättchen aufgedeckt werden. Aber wir haben immer für das Erfüllen dieses Plättchens nur genau eine Runde Zeit. Das heißt, schaffen wir das nicht in der einen Runde, würde jetzt in dem Moment das nicht erfüllte Plättchen wegfliegen, Waren, wie gesagt, in den schwarzen Beutel und Glasrosetten in den allgemeinen Vorrat zurück. Und dann würden wir hier gucken, wo leere Warenfelder sind. Die würden wieder befüllt werden aus dem Sack mit neuen Warenplättchen. Und falls hier das Feld leer ist, würde dort auch eine neue Glasrosette hinkommen. Wichtig ist auch, immer wenn ich so ein Plättchen nehme, habe ich ja schon erzählt, muss ich es legen. Ich kann aber auf die Aktion verzichten. Ich muss sie nicht ausführen. Mit der Ausnahme vom Festplatz und hier vom Glockenturm, da müssen die Aktionen ausgeführt werden. Alle anderen Aktionen könnte ich auch darauf verzichten. Und aus welchem Sack hatte ich das jetzt Aus gezogen? dem Roten. Hast du aufgepasst? Entschuldigung. Sehr unglaublich. Ist ja kaum zu glauben, sonst hörst du mir doch gar nicht zu. Genau, und dann versuchen wir innerhalb von 3 Runden halt die Kathedrale mit den 8 Teilen hier fertig zu bauen. Sobald wir das Dach gebaut haben, sind wir fertig. Die Kathedralenteile sind, ich sag mal, nummeriert. Ihr nehmt euch immer, wenn ihr eins bekommt, der Reihenfolge entsprechend. Also ihr fangt mit dem ersten Teil an. Danach würde man sich dann die Nummer 2 dann nehmen. Und wenn ihr die zusammen baut, ihr seht hier bei der 1 steht hier bei dem Schlitz eine 2. Und hier bei dem zweiten Teil steht hier bei dem Schlitz eine 1. Das heißt, das soll so entsprechend hier reingesteckt werden dann. Ja, und dann hoffen wir, dass wir innerhalb der 3 Runden die Kathedrale fertig gebaut haben, kooperativ, weil ansonsten haben wir das Spiel verloren. So sieht das aus. Und ich würde sagen, wir spielen einfach mal eine Runde, damit ihr einfach mal seht, wie es funktioniert. Der jüngste Spieler Das fängt bist an. du. Wollen wir uns vorher noch ein bisschen abstimmen, was wir machen Das wollen? Erste, was du machen solltest, da rein. Damit wir ein Ereignis bekommen. Ja, habe ich heute Nacht drüber nachgedacht. Was heute? Also, wir haben eigentlich Verdammt immer versucht, gesagt. die beiden Felder, weil es halt eben Jokerfelder in Anführungszeichen Ja. sind, da kann ja jede A draufgelegt werden, ganz am Schluss zu machen. Bloß ich dachte mir, wenn wir das erste machen, dann haben wir jetzt schon mal einen Auftrag und können den vielleicht zügig erfüllen. Weil sonst macht Okay. man es erst am Ende der ersten Runde, schafft eigentlich dann nicht mehr diesen Auftrag zu erfüllen und kann es dann erst wieder Anfang der zweiten Runde machen. Also ich ziehe jetzt ja, wenn ich am Zug bin, entweder aus dem roten oder aus dem blauen Beutel. Ich habe das jetzt gemacht. Ich habe jetzt das Plättchen gezogen. Das muss ich jetzt platzieren. Ich könnte es hier hinlegen, also auf die entsprechenden Felder. Hier darf ja ein beliebiges hin. Das heißt, ich lege das dorthin. Ich hatte ja schon gesagt, bei den anderen Feldern, wenn ich ein Plättchen ablege, kann ich auf die Aktion auch verzichten. Hier oben beim Festplatz und beim Glockenturm nicht. Hier, das heißt, wir decken jetzt das erste Ereignisplättchen auf. Ah, Oh, siehste, und wusste es ich ist doch. eine Glasrosette, das heißt, das Ereignis kommt gleich hier hin. Jetzt kriegen wir eine Glasrosette aus dem allgemeinen Vorrat. Jetzt ist die Frage, wer soll die nehmen? Wer Nee, braucht wieso die? du kriegst sie doch? Oder kann man Nein, das? man kann Ah, das sie kann man einem jetzt gleich beliebigen frei Spieler verteilen. geben. Also Dann ich wäre sag es mal, ja wir ganz brauchen ja gut. hier nur noch einen Stein, um das zu erfüllen. Okay, oder hier oben, man könnte auch hier hinlaufen. Brot hätte ich schon, eine Glasrosette, aber da braucht man noch 2 Steine Eben, für. deshalb eigentlich brauchen wir jetzt nur noch einen Stein. Aber wo kommst du dann an Stein Da, ran? da, da. Okay, dann musst du ein bisschen weiter laufen, dann gebe ich dir die Ja, oder ich Glasrosette. gehe dahin und hole den Stein da. Okay. Also da oder Ja, da, da ne? kriegst du ja keinen Stein, Nee, sonst aber hast auf du ja dem Weg dahin Hilfe. würde ich den Stein kriegen. Okay, dann bist du dran. Ich bin Also schon gehe ich dann hier fertig. unten hin, dann könnte ich Wie? nämlich auch das eine Holz, das ich habe, dann auch hier gleich Ja, dann mach hinlegen. das mal. Weil wir können hier, ne? Gut, also ich nehme dann, ich muss ja hier einen Landweg machen, das heißt, ich nehme rot in der Hoffnung, dass er den schwarzen oder den roten Gefolgsmann rausziehe. Toi, toi, Tada, toi. er ist rot, ich packe ihn hier hin. Landweg darf ich eine Bewegung machen, das heißt, ich gehe dahin, bekomme das Holz, packe das bei mir in den Rucksack. Genau, und eine Sache hatte ich noch nicht erklärt. Ihr seht hier noch auf eurem Spielertableau, habt ihr noch das hier. Das ist keine Aktion. Jederzeit, wenn euer Rucksack voll ist mit Waren und oder Glasrosetten, dürft ihr jederzeit an eurem Zug alle 5 Sachen abgeben.
Waren kommen immer in den schwarzen Beutel, Glasrosetten immer in den allgemeinen Vorrat zurück und dann dürft ihr euch hier ein Bauplanplättchen dann nehmen. Und vielleicht einmal ganz kurz, was auf diesem Bauplanplättchen drauf sind. Da könnt ihr als Belohnung halt auch das nächste Kathedralenteil bekommen. Es kann aber manchmal auch zum Beispiel sowas drauf sein, dass wieder ein Mönch in den blauen Sack kommt. Das heißt, dadurch kann man halt auch mehr Jokerplättchen dann in die Säcke letztendlich dann reinbekommen. Und ich glaube, was war da noch so drauf? Genau, eine Glasrosette kann man auch bekommen zum Beispiel. Ja, genau. Okay, dann warst du ja schon wieder fertig. So, was soll ich denn dann mal machen? Ich überlege gerade mal. Soll ich noch ein Ereignis aufdecken? Wäre gezockt, aber finde ich lustig. Du findest das lustig. Ist ja auch eine Probe. Eine Probe ist ja nur eine Proberunde. Genau. Und das ist ja so, du, also so spielen das Profis. Du hast ja heute Nacht darüber nachgedacht. Ja, über den ersten Zug. Über den zweiten, soweit war ich nicht, oder? Dann machen wir das doch mal. Oh, wir dürfen einen Mönch in den roten Sack legen. Wobei ich finde, das Rot hier, um dem schon mal vorzukommen, das sieht eher aus wie Orange. Also auch das hier wird dann gleich auf den Ablagestapel gelegt. Offene Aufträge würden hier hingelegt werden. Wir können jetzt aber gar keinen Auftrag mehr bekommen, weil beide Felder am Festplatz sind. Aber wir haben sie beide erfüllt. Hey. Mhm. Also von daher war das schon mal ganz gut. Zack, schwarz, gehe ich hier hin. Mhm. Mach einen Schritt, lande jetzt hier und kriege den. Okay, gut. Dann Christian kann jetzt nicht sofort liefern, weil dafür muss er jetzt hier eine Aktion hier machen, weil da kann er ja bis zu zwei Waren und oder Glasrosetten oder Mix, also insgesamt zwei Sachen aus Waren und Glasrosetten entweder an die Sanduhr, an ein Werkstattplättchen oder an einen anderen Mitspieler liefern. Wobei beim Werkstattplättchen muss man halt da stehen, auch bei der Werkstatt, wo man das hinliefert. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, ich laufe mal so hier diesen Weg, dann könnte ich da ja schon mal Brot und Stein dann hinliefern, ne? Weil du hast ja hier schon, die Landwege schon mal recht gut. Das heißt, ich ziehe wieder aus dem blauen Sack ein Plättchen, das passt ja mal per Zufall. Das heißt, ich laufe mal, wobei Brot habe ich ja eigentlich schon, das war eigentlich doof, ne? Brot kann man genug, Brot brauchen wir da ja auch nochmal. Okay, dann laufe ich mal von Orléans hier hin und sammel unterwegs mal das Brot ein. Und Christian ist dran. Ich würde dann weiter auf Landweg rausziehen. Also ich denke, du wolltest doch jetzt erstmal liefern, oder ja, nicht? Aber zwei schwarze, ein roter ist doch am besten, wenn ich das über den roten mache, oder? Dann ist ja okay. Oder nicht? Ja. Rot. Mach ich da einen. Genau, und jetzt kann Christian halt bis zu zwei Waren liefern. Er kann es auch an verschiedene Orte liefern. Also er muss jetzt nicht alles an die Sanduhr, an das Sanduhrplättchen liefern. Er könnte auch gemischt liefern, aber jetzt macht das natürlich Sinn. Wir wollen ja möglichst schnell was erfüllen. Das heißt, Christian liefert hier oben hin. Genau, eine Glasrosette und ein Holz. Zwei Sachen darf er nur liefern. Von daher, das war schon wieder dein Zug. Und ich laufe dann ja weiter über Seeweg dahin. Mal gucken. Ah, ein weißes Plättchen, aber auch das darf ich ja damit ablegen. Das heißt, ich laufe hier hin und sammle den Stein ein. Und Christian ist wieder dran. Gab es die schwarzen auch in Blau? Nein, wie, ne? Gab es die schwarzen? Die schwarzen Gefolgsmänner waren nicht im blauen Sack am Anfang. Schwarze sind in beiden Säcken. In beiden Säcken? In Blau und in Rot sind jeweils drei schwarze und drei weiße zu spiegeln. Dann springe ich mal auf. Das ist aber jetzt Blau. Das macht nichts. Zack. Zack. So, und dann liefere ich einen da oben hin und ich gebe dir ein Holz. Oder du lieferst da ein Holz hin. Ja, aber können wir auch machen. Okay. Aber ich dachte, dann fehlt da nur noch ein Stein. Wenn ich dann gleich gehe, obwohl ich kann es auch, du holst dir ja auch da gleich einen. Ja, aber dann bin ich da ja schon weg. Ja. Das ist gar nicht schlecht. Aber den einen Stein muss ja trotzdem irgendwie kriegen. So, das heißt, wir haben jetzt dieses Sanduhrplättchen erfüllt. Das heißt, das kommt in den allgemeinen Vorrat. Diese beiden Plättchen kommen zurück in den schwarzen Beutel. Das kommt aus dem Spiel und wir bekommen jetzt das Kathedralenteil Nummer 1. Das legen wir uns hier mal so hin. Das heißt, wir haben unser erstes Teil schon mal gebaut. So, dann würde ich sagen, versuche ich da oben auch zu liefern. Dann meinst du bei... Obwohl, warte. Ja. Nee, nimm den anderen. Ich nehme den. Hast du da nicht den schwarzen rausgezogen aus dem hier? Dann sind da nur noch zwei schwarze drin. Es sind in jedem Sack zwei. Ja, aber du kannst doch noch weiß. Weiß ist doch auch in beiden Säcken drin. Weiß ist auch in beiden Säcken drin, ja. Ah, okay. Dann gehe ich doch hier weiß, hin. Oder nicht? Siehst du, ist doch weiß. Ja. So, dann liefere ich da oben mal. Ich darf jetzt zwei Sachen liefern. Ich bin bei der Werkstatt. Das heißt, ich liefere da mal ein Holz und einen Stein hin. Jetzt, das wäre schön, wenn du jetzt einen Stein einsammelst. Das war der Plan. Aber dann kannst du mir den nicht bis zu meinem nächsten Zug geben. Dann müsste ich zweimal liefern zwischendurch. Das ist natürlich auch ein bisschen doof. Ich dachte, du holst hier ein Dings. Oh! Du könntest, hast du noch eine Glasrosette? Nee, schade, kannst du nicht. Das ist jetzt ja ein Joker. Den kann Christian jetzt natürlich auf die gelben Felder legen. Wir brauchen die unbedingt. Aber er kann die auch überall auf alle anderen Felder legen, weil Mönch ist Joker. Aber die nehmen wir doch. Genau. Okay, du möchtest das für das dann haben. Ja, quasi. Ja, das ist ja nachher ein
Kathedralenplättchen und. Genau, also man sieht hier bei den Werkstattplättchen kriegt man ein bisschen mehr Belohnung. Hier würde man sogar ein Bauplanplättchen bekommen und ein Kathedralenplättchen. Könnte also im besten Fall sein, dass man zwei Kathedralenteile bauen kann, weil da ja auch Bau. Weil hier sind immer nur zwei sind. Pläne drauf. Ja, aber das ist ja genau, dann kann man auch zwei Pläne bekommen. Ja. Aber das ist natürlich Zufall, man könnte auch was anderes bekommen. Genau. So, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe jetzt ja noch Brot, ich muss es da, wenn ich. Entweder ich liefere oder ich laufe jetzt weiter. Wenn ich liefere. Du kannst höchstens mir das Brot liefern. Dass ich dir eins gebe und eins liefere. Du bist ja an dem Ding viel näher dran, also von daher, das wird ja keinen Sinn machen. Ja, aber du hast jetzt ja die Glasrosette. Von daher, wenn ich selbst wenn ich dahin laufe, das schaffen wir ja wahrscheinlich diese Runde eh nicht mehr. Du hast ja die Glasrosette. Dann holst du ja schon mal ein Holz für irgendwas. Oder? Ja, aber dann könnte ich ja da auch noch das hinliefern, das Brot, oder? Ich könnte, da jetzt? Ja, dann tu das. Ich könnte dir ja ein Brot geben und da das, dann mache ich das. Nee, was soll ich mit dem Brot? Du könntest ja nachher hier oben, du könntest jetzt ja noch Stein. Wie weit soll ich denn da laufen? Naja, wir haben ja noch zwei Runden. Ja, okay, dann mach. Geh. Ja, wie weit soll ich laufen? Hallo? Dann solltest du aber aus dem Roten ziehen, weil ich muss ja versuchen, hier weiß oder blau zu holen. Ja, so viel haben wir ja nicht mehr. Vielleicht ziehst du ja auch noch einen Mönch aus dem Sack. Weil im Rot müsste ja ein Mönch mehr drin sein. Habe ich dich aus dem Roten denn rausgeholt? Das weiß ich nicht, habe ich mir nicht gemerkt. So, der kommt dahin, das heißt, ich darf wieder zwei Sachen liefern. Ich liefere einmal einen Christian das und hier oben ein Brot. Und dann ist Christian wieder dran. Du versuchst jetzt zu laufen, ne? Weiß. Ich wollte jetzt laufen, genau. Und ich wollte jetzt einmal hier hinlaufen und mir den Stein holen. Ja, sehr gut. Wunderbar. So, und was mache ich jetzt? Ich sollte es vielleicht hier runterlaufen, weil dann könnte ich ja da nachher das Holz abliefern, ne? Da ist ja recht viel Holz auf dem Weg, ne? Soll ich das machen? Machen wir. Okay, dann versuche ich mal, dass ich noch einen roten oder einen schwarzen aus dem Sack ziehe. Rot. Das heißt, ich laufe dahin und sammle das Holz ein. Und du läufst wohl eher hier oben in die Richtung, würde ich mal so sagen. Ne? Das heißt, da müsste ja noch ein Mönch drin sein. Ne? Ich weiß nicht, aus welchem du den Mönch gezogen hast. Ich habe einen nachgezogen. Du hast aber auch einen Stock. Du könntest auch hier hingehen. Und die Glasrosette abgeben, weil du kriegst ja hier auf dem Weg noch eine, um so ein Bauplanplättchen zu ziehen. Vielleicht bekommen wir dadurch noch... Nee, die Glasrosette bitte. So, dann such dir eins aus, weil du bist das da. Das hier? Da. Wir bekommen ein Bauplanplättchen, das legen wir hier ab. Und da kriegen wir jetzt ja die Nummer 2. Und das heißt, wir können das jetzt hier, wie ich das vorhin schon erklärt hatte, die 2 wird jetzt hier eingesteckt. Das ist an den Schlitzen so verdeutlicht, dass man hier die 2 einstecken soll und da die 1. Das heißt, wir haben jetzt schon 2 Teile der Kathedrale gebaut. So, dann ziehen wir den Mönch, sonst haben wir ein Problem. Ich stelle hier mal so hin. Ich ziehe jetzt einen Mönch, wieso? Weil du ja hier längs wolltest, oder? Ach, ich muss Wasserweg laufen. Na, das wird wohl nichts. Ich und einen Mönch ziehen. Ha, siehst du, wusste ich doch, schwarz. So, ich könnte jetzt das zum Beispiel hier hinlegen und auf die Aktion verzichten. Weil wenn wir es jetzt hier oben hinlegen, dann ist halt die Runde dann zu Ende. Also ich kann ja nur da oder da, das heißt, ich kann nur liefern. Macht das Sinn, dir ein Holz zu geben? Nö, ne? Weil das Holz brauche ich ja, ne? Ich brauche da ja auch gar kein Holz. Und ich kann hier oben nicht, da haben wir nichts mehr, da kann ich nichts hinliefern. Hier kann ich auch nicht hinliefern, weil da bin ich nicht. Von daher lege ich es da ab und verzichte auf die Aktion. Ja, kannst du nichts machen, ne? Okay, dann bist du dran. So, dann versuche ich hier den Mönch aus dem Blauen rauszuholen. Warum Mönch? Du kannst ja auch hier lang laufen. Da ist ja kein freies Lauffeld mehr. Ah, okay. Verstanden. Ah, blau. Haben wir kein blaues Feld mehr. Hier passen nur Mönche hin. Hier wäre noch ein schwarzer Gefolgsmann. Von daher muss der jetzt hier hin. Und damit ist die erste Runde vorbei. Genau. Und jetzt wird als erstes, ihr seht hier die Übersicht, dieser Gefolgsmann oder ja, der hier halt ist, der kommt aus dem Spiel, mit dem das ausgelöst wurde. Jetzt bestücken wir die Beutel. Das heißt, alle Plättchen, ich gebe die Christian mal hier aus dem roten Bereich. Das merkt man sich vielleicht am besten, kommen in den roten Beutel. Und alle Plättchen hier aus dem blauen Bereich kommen jetzt in den blauen Beutel. Man darf nicht während des Spiels in den Beutel reingucken. Ja, das ist ja wohl selbstverständlich, ne? Ja, ich hab's schon mal gesagt. So, und würde jetzt hier das Plättchen noch liegen und wir hätten hier jetzt noch Waren liegen und wir hätten dieses Plättchen halt nicht vollständig erfüllt, dann würde dieses Plättchen abgeräumt werden, die Waren und oder die Glasrosette, die hier liegen würden, weil wir es noch nicht vollständig erfüllt hätten, waren in den schwarzen Sack, die Glasrosette dahin und wir hätten Pech gehabt. Und jetzt wird dann erst das nächste Sanduhrplättchen aufgedeckt und jetzt befüllen wir hier nach. Das heißt, wir ziehen aus dem schwarzen Sack für jedes leere Warenfeld hier eine zufällige neue Ware. Und wäre dieses Feld hier zwischen Tour und Burg leer, würden wir halt hier eine neue Glasrosette dann hinlegen.
Genau, und so würden wir jetzt noch zwei weitere Runden spielen und hoffentlich dann noch die sechs weiteren Kathedralenteile dann bauen. Wenn wir es nicht schaffen, haben wir halt kooperativ verloren. Würden wir es schaffen, hätten wir kooperativ gewonnen. Genau, so spielt sich. Kannst ja den Karton mal wieder geben. Ich kann dir ja vielleicht einmal ganz kurz nur für euch, dass ihr das seht, wie die Kathedrale aussieht. Kann ich ja nebenbei gleich machen. So spielt sich die Kathedralenbauer von Orléans. Und So sieht sie nachher aus. während ich hier die Ja. Kathedrale zusammenbaue, kann Christian euch ja mal erzählen, wie ihr das Spiel findet. Ja, Brauchst du die wir haben's. Anleitung dafür? Ich gebe sie dir Nein, brauche ich mal. nicht. Okay, gut, alles klar. Ich will Anleitung, Du kann ich und mir auch aufbauen. Anleitung. Ja, also wir haben es zu dritt gespielt mit unserem Jüngsten, der ja 7 ist, spielt es ja ab 8 und hat er wunderbar hinbekommen, weil wenn man einmal einem Kind oder auch einem Erwachsenen die Regeln erklärt hat, dann ist es zügig verinnerlicht. Ein, zwei Sachen halt eben so, wann wird was weggenommen oder so, okay, da muss man vielleicht mal nachlesen oder nachfragen. Ansonsten ist es echt einfache Regeln, aber natürlich komplett glücksabhängig, ne? Also was wird am Anfang rausgezogen auf dieser Landschaft, sage ich mal, an Rohstoffen? Was ziehe ich nachher für Gefolgsleute raus? Jetzt in unserem Beispiel haben wir jetzt zwei Mönche rausgezogen. Wir hatten Spiele, wo wir nicht einen einzigen Mönch rausgezogen haben. Also das ist wirklich komplette Glückssache. Was für Aufträge kriege ich über die Sanduhr? Passen die zu den Rohstoffen, die ausliegen? Was für Aufträge kriegt man halt eben in, wie heißen die hier? Ereignisplättchen. Von den Ereignisplätzen, so wie wir es jetzt gespielt haben, ersten, den wir einsetzen. Das passt. Also unsere erste Runde jetzt mit zwei Teilen, die wir von der Kathedrale gefunden haben, das war echt eine Bombenrunde. Gefunden? Wir haben sie ausgegraben. Gefunden, gebaut, wie auch immer. Ja, es ist ja schlussendlich gefunden, weil wir es erfüllt haben. Aber egal. Das ist dann das 3D-Modell. Das macht auch einem Siebenjährigen auf alle Fälle Spaß, das dann zusammenzubauen. Die Motivation, es zu schaffen, ist sehr, sehr hoch, weil wir wirklich die Kathedrale fertig haben wollen. Aber das Glücksmoment bei dem Spiel ist so hoch Höher, ungefähr. höher. Ich dachte wegen dem Rand vom Bild, ist das so, So. so hoch. Das ist wirklich für ein Kind vielleicht okay, sage ich mal. Man könnte sich natürlich wirklich bei diesem Abräumen auch merken, okay, wie ist jetzt die Massenverteilung? Also habe ich jetzt relativ viele blaue Gefolgsleute in den roten Sack gepackt, wo die ja eigentlich gar nicht drin sind. Aber sich das zu merken, also die Arbeit haben wir uns nicht gemacht, könnte man bestimmt. Da ist so ein kleiner Memory-Effekt dabei, aber das ist es dann auch. Und ich bin da echt zwiegespalten. Also die Spiele, die wir gespielt haben, gerade das erste, das ich mit den beiden, dass die beiden haben das zusammengespielt gehabt, Michaela und unser Also Kleiner. ich hab das schon zu zweit mit Jonas vorher ein paar Genau, Mal und gespielt, da haben sie genau. es nicht geschafft und dann bin ich halt eben nach dem Arbeitstag nach Hause gekommen, da haben wir es zu dritt gespielt und haben es prompt geschafft. Das war natürlich wirklich Hast es schön. rausgerissen. Und man Interaktion ist da, weil man natürlich dann mit den anderen Mitspielern interagiert. So, was machst du, wie schaffen wir es als Gruppe insgesamt, was als Familienspiel natürlich sehr, sehr schön ist. Aber ich muss ehrlich sagen, mir ist es als Erwachsener für ein Familienspiel wirklich zu glückslastig. Also da ist mir zu viel Variable, wo wirklich nur Glück abhängig ist. Schaffen wir es nicht. Und das frustet, glaube ich, auch ein Kind, wenn man dann wirklich nur aufgrund dessen, dass man eben was Falsches rausgezogen hat, das Spiel nicht gewinnt, wo man gar nichts für kann, weil ich ziehe alles blind hier an der Stelle. Und deshalb ist es für mich ein gutes Spiel, aber eben kein Top-Spiel. Und im puncto Familienspiel, gerade mit sehr oder mit jüngeren Kindern, das zu spielen, gibt es von mir ein gut, 7 Punkte. mit einem kleinen Abschlag, 6,5 Punkte. Okay. Dann mache ich mal weiter. Ich fange mit der Anleitung an. Die ist gut und übersichtlich geschrieben. Hupsala, wie Christian schon gesagt hat, ist ja ab 8 Jahren. Es ist ein Familienspiel. Man kommt wirklich schnell rein. Es hat ja wirklich auch ein ganz einfaches Spielprinzip. Und man wird hier so ein bisschen an das Backbuilding, sag ich mal, kann man das Backbuilding sagen? Sack aus dem Sack gleich Back, ziehen. back. Backbuilding herangeführt letztendlich. Was ich auch schön finde, ist diese 3D-Kathedrale hier, die man dann ja nach und nach zusammensetzt. Das ist wirklich schön. Aber wie Christian schon gesagt hat, das ist echt, es ist Glück, das Spiel. Es ist nur Glück, weil was ziehe ich aus dem Sack? Ist da nachher noch ein freies Feld? Und man kann ja so ein bisschen auch taktisch rangehen und sagen, wo laufen wir? Welche Werkstätten versuchen wir zu erfüllen? Versuchen wir das Sanduhrplättchen zu erfüllen? Das heißt, welche Waren müssen wir einsammeln? Bloß ihr habt ja gesehen, es sind ja auf jeder Seite, ob man nun Landweg oder Seeweg laufen möchte, jeweils von den farblichen Plättchen, die man ziehen kann, nur drei frei. Das vierte ist jeweils immer das Jokerplättchen, was gezogen werden muss. Und am Anfang sind in jedem Sack nur zwei Joker drin. Und wir hatten wirklich in einem Spiel, da haben wir
gar keine Joker gezogen, als ich mit Jonas das zu zweit gespielt habe. Und wenn dann diese, ich sag mal, Wegplättchen, wo man auf Landweg oder auf Seeweg sich bewegen kann, voll sind, ja, dann kann man da schon mal nichts mehr machen, auch keine Waren mehr einsammeln. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es zu zweit schwieriger ist, weil zu dritt und zu viert ist es nachher so, da sind hier mehr Figuren, mehr Baumeister auf diesen Wegen unterwegs und da kann natürlich einer mal eher in die Richtung laufen, der andere in die Richtung und dann ist man auch mal eher bei einem Werkstattplättchen, weil man darf ja an diese Plättchen nur liefern, wenn man auch tatsächlich da steht und dann gibt es ja diese Möglichkeit, dass man halt Waren auch an einen anderen liefern kann und wenn der dann da steht, kann man ihm das dann geben letztendlich und so kann man diese Sachen einfach auch einfacher und schneller erfüllen, weil zu zweit... Weil die Gesamtzahl der Schritte ist spielerunabhängig, weil es abhängig ist von der Belegung der Plättchen. Ne? Ja, aber du spielst ja drei Runden und dann kann ja einer schon mal sagen, der geht in die obere Richtung. Ja, klar, du kannst dich mehr ausbreiten, dass genau. du diese Schritte für das genau. Ziel nicht mehr brauchst an der Stelle. Genau, ja. genau und dass du dann dadurch halt dich optimierst, dass du diese Option hast, weil die gibt es ja auch jeweils dreimal auf beiden Seiten, ja. dass du dann eher die Plättchen hin und her schusterst, die du gesammelt hast. Von daher finde ich, dass es auf jeden Fall zu dritt und zu viert einfacher ist, das zu erfüllen letztendlich. Ist aber so mein Spielgefühl. Und wie Christian schon gesagt, das ist überall Zufall. Erstmal, was ziehe ich aus dem Sack? Ist es das Plättchen, was ich brauche? Dann habe ich vielleicht, ich möchte mich gerne auf Land unbedingt bewegen, ziehe aber kein rotes und kein schwarzes, sondern blau, weiß, was auch immer. Dann, wenn ich diese Bauplanplättchen bekomme, wir hatten im einen Spiel auch echt Glück, gerade im letzten, in dem einen, wo wir es jetzt gewonnen haben, das stand wirklich auf, ja, auf Messerschneide. Genau, Entschuldigung. Und je nachdem, wenn wir nicht hier das richtige Plättchen gezogen hätten, also ein Kathedralbauplättchen, dann wäre es auch vorbei gewesen. Wir hatten auch zu zweit, da haben wir dann dieses Plättchen gezogen, wo wir nochmal ein Mönchchen in den roten Sack ziehen legen durften und dann noch ein Plättchen hier, wo wir eine Glasrosette bekommen haben. Ja, auch da ist wieder Glück. Wenn wir das nicht gezogen hätten, sondern diese Plättchen, wo wir einen Kathedralenteil für bekommen, hätten wir es auch zu zweit geschafft. Also von daher überall Glück, Glück, Glück. Und ich muss sagen, mir ist es echt zu glückslastig. Und wir haben es jetzt ein paar Mal gespielt. Wir haben es auch geschafft dann. Und es ist nachher so die Frage, wie groß ist noch der Anreiz, wenn man es geschafft hat. Ich muss sagen, mit Kindern auf jeden Fall, weil die mögen das ganz gerne. Es ist auch ab 8 Jahren und das lässt sich auch schon gut mit jüngeren Kindern spielen, weil es ist hier nirgends irgendwo was geschrieben. Das heißt, Kinder müssen nicht lesen und es ist ja sowieso ein kooperatives Spiel. Man muss halt nur aufpassen, dass man da nicht dem Kind sagt, wir machen jetzt das und das. Sag, mach das. Genau, nicht, sondern, dass er seine eigene Entscheidung immer noch fällen kann. Genau, dass man da dem Kind natürlich auch den Freiraum dann einräumt und sagt, okay, wenn du jetzt diese Entscheidung triffst, die finde ich zwar nicht optimal, aber das ist jetzt deine Entscheidung, dann spielen wir es halt so. Und also dann so spielen wir kooperativ. Genau, und dann gewinnen wir das Spiel halt vielleicht mal nicht, weil du das jetzt so entschieden hast. Genau, da muss man natürlich dann drauf gucken. Aber auch da, weil es ist so glücksabhängig. Ja. Das ist wie, zieh ein Plättchen nach, nehme ich den linken, nehme ich den rechten Stapel. Genau, also egal. Von daher, es ist jetzt kein schlechtes Spiel, aber es ist für mich auch kein Spiel, was ich unbedingt sage, oh, lass uns unbedingt jetzt Orléans spielen oder ich muss euch Orléans unbedingt mal zeigen, weil das echt so ein gutes Spiel ist. Nein, probiert es gerne mal aus, wenn ihr sagt, ihr mögt glückslastige Spiele, wenn ihr sagt, auf glückslastige Spiele steht ihr gar nicht, dann würde ich das hier nicht spielen, weil es ist einfach Glück, das Spiel. Man hat hier wirklich nur Glück und von daher, für mich ist es auch ein ordentliches Spiel und bekommt von mir 6 Punkte, weil bei mir ist auch der Wiederspielreiz nicht so hoch. Ich würde es immer wieder mitspielen, aber ich würde jetzt nicht von selbst vorschlagen, lass uns mal die Kathedralenbauer von Orléans spielen. Ist ja kooperativ. Genau. Was heißt das jetzt? Dass ich kooperative Spiele generell nicht so mag. Da kann das Spiel nichts für. Deshalb habe ich keine 6 gemacht, sondern 6,5, weil ich das Spiel kann nichts dafür, dass ich nicht so der Fan von kooperativen Spielen bin. Genau. So, jetzt hat der Akku von der Kamera gedacht, es reicht für heute, ich mache schon mal Feierabend. Von daher, wo war ich? Ich wollte noch kurz was zum Material sagen. Also Material ist wirklich super, ist alles wirklich sehr dicke Kartonage. Das sind auch so richtig schöne Holzmiepel, sag ich mal so. Also das ist wirklich alles super. Okay, das war dann unsere Review, oh Gott, ich kann nicht mehr sprechen, unsere Review zu dem Spiel Die Kathedralenbauer von Orléans. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Kanal abonniert. Gebt auch gerne dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.